Salzburg. Nach wie vor unklar ist die Ursache des Hubschrauberabsturzes gestern in Marialm im Pinzgau. Ein Helikopter des Typs Bell 204B der Firma Knaus war am Nachmittag abgestürzt, als er Beton zu einer Skiliftbaustelle transportierte. Der 44-jährige Pilot aus der Schweiz ist dabei ums Leben gekommen. Heute haben Experten des Landeskriminalamtes und der Flugunfallkommission die Absturzstelle untersucht. Das Wrack wird wegen des schlechten Wetters erst in einigen Tagen geborgen werden können.